Ja. Oh nein! Oh Mann, ich habe die Tüte so bescheuert aufgerissen. Und das war's. Mann, nein, nicht schon wieder, nicht schon wieder. Hi, ich wurde gefragt, wie man einen Reifen befüllt oder womit man einen Reifen befüllt. Das werde ich euch jetzt zeigen. Wichtig ist, dass der Reifen befüllbar ist. Es gibt auch welche, die sind nicht befüllbar. Und wenn der Reifen befüllbar ist, dann sind auch diese Nopsis dabei. Die sind sehr wichtig, damit das Gewicht nicht wieder rausflutscht oder ja, das Produkt wollte ich gerade sagen, also das, was ihr reinfüllt. Ich benutze Kichererbsen, ihr müsst aber keine Kichererbsen nehmen. Ihr könnt auch Reis nehmen oder kleine Steine, alles was Gewicht hat. Es muss nur hier reinpassen, das ist sehr wichtig. Mit Wasser funktioniert es nicht. Manchmal kann es passieren, dass die Erbsen wieder rauskommen. Weil es gibt hier auch noch eine kleine Öffnung. Das könnt ihr umgehen, wenn ihr einfach ein Stück Zewa benutzt. Und das drückt ihr dann rein und somit wird es aufgehalten. Das mache ich immer so. Und ja, das sind meine Erbsen. Seht ihr? Wenn ihr den Reifen befüllt mit Kichererbsen zum Beispiel, dann habt ihr ein Gewicht. Lasst mich jetzt nicht lügen. Von 1,4 Kilo. 1,4 ungefähr. Ja. Der Reifen wiegt ohne Gewicht um die 800, 900 Gramm. Und es sind immerhin auch 8 Segmente, die ihr befüllt. Das Segment darf nicht bis hier oben hin befüllt sein, weil erstens klappt das mit dem Nupsi nicht. Und ihr könnt den Reifen auch nicht miteinander verhaken, wollte ich gerade sagen, oder ineinander verhaken. Ja. Oh nein! Ach, egal, räume ich gleich auf. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel Kichererbsen genommen. Ja! Funktioniert! Einen mache ich noch mit euch. Zack. Hier ist zum Beispiel kein Zewa drin. Wenn ich jetzt die Erbsen reintue, kommen sie unten wieder raus. Von daher hole ich noch ein Stück Zewa. Es muss gar nicht viel sein. Na gut, es könnte noch ein bisschen weniger sein. Und das tue ich dann hier unten, warte mal. Am besten benutzt ihr dann auch eine Gabel, damit ihr das wirklich bis nach unten drückt. Ja. Das ist Handwerk hier. So, und dann klappt das auch. Seht ihr? Dafür müsst ihr ein bisschen Zeit haben. Warte. Oh Mann, ich habe die Tüte so bescheuert aufgerissen. Reißt ihr die Tüten auch immer so komisch auf? Ich habe das Gefühl, seitdem ich wieder in Deutschland bin, leide ich an Winterblues, sagt man das so? Es ist ständig bewölkt in Hamburg und irgendwie trübt es meine Stimmung. Also irgendwie, weiß ich nicht, das tut mir momentan nicht so gut. Und dann kommt wieder der Nupsi. Mein Nupsi hier, Schaumstoff, wie auch immer, Würfel oder was weiß ich. Ihr müsst natürlich darauf achten, dass das Band oben liegt, damit ihr das auch wieder rausziehen könnt. Das ist eine gute Hilfe. Geht aber auch anders. Also ihr braucht nicht unbedingt das Band dafür. So. Zu. Jetzt kommt hier auch nichts raus, außer das Band vielleicht. Und dann schließen wir das gute Teil wieder. Ihr merkt es übrigens, wenn es Klick macht. Es muss einmal Klick machen. Hört ihr? Und das macht ihr natürlich mit dem ganzen Reifen oder mit allen Segmenten. Und somit habt ihr dann etwas mehr Gewicht im Reifen. Ich denke aber, dass Sand etwas schwerer ist oder auch kleine Steine. Das müsst ihr ausprobieren. Ich komme super mit Kichererbsen zurecht, wie gesagt. Und ihr spürt das dann natürlich auch auf der Haut. Also das sollte man nicht vergessen. Und so mache ich das. Ich habe mit der Packung jetzt 2 Segmente befüllt. Ich denke, das reicht locker noch für 2,5 Segmente. Also insgesamt bis zu 2
Packungen sind nötig und dann ist der Reifen auch voll. Und das war's. Mann, nein, nicht schon wieder, nicht schon wieder. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, womit ihr euren Reifen befüllt. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wünsche euch eine schöne Woche. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis bald. Tschüss.